Wer schaut denn da so schlecht gelaunt hinter dem Weihnachtsbaum hervor? Es ist der Grinch. Ihm gefallen die bunten Lichter am Weihnachtsbaum natürlich gar nicht. Er wünscht sich lieber etwas Schwarzes, Düsteres. Haben für so etwas Besonderes vielleicht meine WissenschaftlerInnen eine Lösung? Also Mathis, der Grinch wollte eine schwarze Flamme und du hast sie ihm gegeben. Wie hast du das gemacht? Ja, das ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Man kann ja in dem Video schon sehen, dass der Raum so in einem leichten Orange ausgeleuchtet ist. Diese orangene Farbe kommt von einer Natriumdampflampe. Das sind Lampen, die zum Beispiel auch früher in Laternen verwendet wurden. Und in dieser Natriumdampflampe wird elementares Natrium zum Leuchten angeregt, dadurch, dass man Strom anlegt. Jetzt ist es so, dass am Anfang ja noch gar keine Flamme zu sehen ist, obwohl der Bunsenbrenner brennt. Und das, was ich dann tatsächlich mache, ist einfach ein bisschen Natriumchlorid, also herkömmliches Kochsalz zu nehmen, an einem Magnesiastäbchen und dies in die Flamme zu halten. Die Flamme hat dann charakteristisch die gleiche Färbung, wie es die Natriumdampflampe hätte. Jetzt ist es so, dass durch diese Flamme Natriumionen, also geladene Natriumatome, in der Flamme aufsteigen und genau das Licht, was von der Natriumdampflampe kommt, absorbieren können. Das Ganze nennt sich dann Resonanzabsorption und dadurch dann diesen schwarzen Effekt, also diesen Art Schatteneffekt erzeugen. Ich glaube ganz ehrlich, damit ist selbst der Grinch endlich mal glücklich. Danke dir, Mathis. Sehr gerne.